Jascha, du bist international gefragter Coach für Bewusstseins- und Mentaltraining, Experte für Ernährung und Entgiftung sowie Mediator. Ferner finden einige deiner Vorträge und Workshops in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Israel, Frankreich, den USA und Polen statt. Deinen ganzheitlichen Therapieansatz stützt du auf über 12 Jahre Erfahrung, moderne Labordiagnostik, kinesiologische Austestung und besonders auch auf die Einheit von Körper und Seele. Und die Erkenntnis, dass nachhaltige Gesundheit nur dort entstehen kann, wo alle Ebenen des Menschen betrachtet werden. Du bist der Gründer und derzeitige Leiter der Natura Heilpraxis in Berlin. Jascha, ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast für dieses Interview und dass wir über deine Rolle in der Mineralienwende sprechen dürfen. Du hast einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz rund um die Gesundheit des Menschen. Und ich würde gerne von dir mal vorab wissen, wie siehst du dich selber? Siehst du dich eher als Heilpraktiker oder als Coach oder irgendwo dazwischen? Ja, vielen Dank für die Einladung, Stefan. Das freut mich sehr, dabei zu sein. Das ist eine sehr gute Frage, mit der Frage der Identifizierung, was bin ich, das schon mich beschäftigt. Und ich würde sagen, dass ich bin eher erst Coach, weil Gesundheit hat schon erst mit einer Umstellung im Kopf zu tun. Und danach die Umstellung, oder die Bearbeitung oder die Behandlungen, das man braucht auf das Gesundheit. Das heißt, das ist wichtig, erst zu erkennen und in den Gedanken und in der Handlung etwas zu ändern, um Gesundheit zu schaffen in der Umgebung und auch in mir selber. So Okay. würde ich sagen, Okay. ja. Das heißt, Heilpraktiker ist erst später für dich wichtig geworden. Nee, von Verlauf von der Biografie, das ist ziemlich parallel oder beziehungsweise früher, doch früher habe ich angefangen schon mehr mit so einer Lebensberatung und Begleitung. Dann habe ich der Allpraktiker studiert und lange habe ich sehr intensiv mit dem Allpraktiker-Thema beschäftigt. Ich habe sehr viele frühe Leute begleitet, geistig, emotional, Erfolg, die Fragen von, wie ich kann mich verwirklichen. Aber ich habe irgendwann gemerkt, ich möchte auch das Körperliche versorgen. Also das hilft nicht nur, dass man gedanklich ist gut orientiert, sondern braucht man einfach dafür einen gesunden Körper. Und so habe ich vor ein paar Jahren, 15 Jahre oder länger, schon angefangen. Also diese Vorwort ist aus meiner Biografie, das ist schon veraltet. Ich denke, Okay. ich arbeite schon 20 Jahre, Ah, aber wow. ist nicht so wichtig. Ich habe das nicht korrigiert. Und das ist wichtig, dass auch der physische Körper, und da spielen natürlich die Mineralien eine große Rolle. Ich sage immer, die Spannend. Mineralien oder die Substanzen sind eigentlich Antennen, dass wir unsere Gedanken, unsere Gefühle überhaupt in das Körperliche, in der Handlung führen können. Sonst ohne Magnesium, ohne Eisen würde eigentlich kein Impuls funktionieren. Keine Willenimpuls. Ja, was mich noch interessieren würde, wie würdest du den Schwerpunkt deiner Praxis bezeichnen und was für Menschen kommen so zu dir? Also der Schwerpunkt ist ganzheitlich. Das ist tatsächlich immer fragt, was ist mein Schwerpunkt in der Arbeit? Neigt man zu sagen, ich bin Profi an Darmgeschichten. Ich würde sagen, ja, wir arbeiten in viele verschiedene Organen, aber für mich ist wichtig das Ganzheitliche, das tatsächlich das Körper, Seele und Geist, das zu kombinieren. Das heißt, nicht nur die Frage, was brauche ich, um meine Beschwerden loszuwerden, sondern was muss ich in meinem Denken, in meine Handlung ändern, dass ich mehr Kräfte in meinen Körper führen kann, dass ich eine Win-Win-Kraft schaffe. Das heißt, jede Handlung muss eine Win für mich, aber Win für die Umgebung. Und Krankheit entsteht immer,
wenn ich nur ich gewinne oder der andere gewinnt und gibt es keine Gleichgewicht, dann entsteht eine Krankheit. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Und genauso in der Körper, Harmonie zu schaffen im Körper und aktivieren die Selbstheilungskräfte des Körpers. Das heißt, dass der Körper zu geben, das, was er braucht, dass ich selbst regenerieren, reparieren kann. Und die Leute, die zu mir kommen, das gibt's, die Leute, die krank sind, die Beschwerden haben, gibt's viele, das hinter sich eine lange Weg von Hilfe suchen. Und dann landen sie bei uns. Und das gibt's die Leute, die schon präventiv an sich arbeiten möchten und wissen, okay, ich gehe direkt auf die ganzheitliche und versuche und glaube an diese Weg und mache ich einfach meine, das, was ich brauche, um auch nicht krank zu sein oder beziehungsweise guckt, dass man immer auf dem Level bleibt, dass man gesund und immer wieder aktiv, proaktiv entgiftet und so weiter. Mhm. Also würde ich sagen, diese zwei Gruppen. Mhm, okay. Du hast es jetzt schon kurz angerissen, aber ich würde gerne noch mal wissen, welche Rolle spielen denn bei dir in deiner Behandlungsstrategie die Mikronährstoffe, insbesondere eben auch die Mineralien und Spurenelemente? Ja, also spielt eine riesige Rolle. Also würde ich sagen, ohne würde unser Körper nicht funktionieren. Also die Mikronährstoffe, ob das ist die Vitamine und die Mineralien, das hat eine zentrale Rolle. Das kennt man, also wenn man Vitamin oder Zink, über Zink spricht, Zink spielt eine Rolle bei über 500 Prozessen im Körper, kleine Prozesse und große Prozesse, ob Natrium und Kalium, diese ganzen Antagonisten, was sehr schön in der Natur zu sehen und in der Stoffwechsel, das Natrium und Kalium sind Antagonisten, beide haben Affinität zu Wasser und sie sind sehr, sehr wichtig für unsere Kommunikation zwischen die Zellen und zwischen innere der Zelle der Kalium und außerhalb der Zelle der Natrium. Und das spielt eine riesige Rolle in der Fähigkeit der Zelle überhaupt zu existieren und zu funktionieren. Und das reicht, wenn eine Kaliummangel da, dann haben wir schon ein Problem. Und es gibt nicht wenige Leute, die Kaliummangel haben. Und für mich ist nicht das ist ganz wichtig, dass die Mineralien, Vitamine sind nicht für sich. Also wenn man sagt, oh, ich habe Vitamin B12-Mangel oder Zink, dann nehme ich ein Zink, sondern das ist eine, ich nenne das, das ist eine Story, das ist eine Geschichte. Jeder Mineral hat eine Geschehen in das Prozess und sie spielen eine riesige Rolle in eine in Stoffwechselprozessen, das ist für uns sehr wichtig, ob das ist als Beispiel die ganze Thema Darmgeschichte, Histamin, Unverträglichkeit, da spielt Zink eine große Rolle und Magnesium, die ganze Kofaktoren, das die Aminoxidase und die Fähigkeit überhaupt der Körper Histamin abzubauen. Und wenn eine von diesen Kofaktoren fällt, dann haben wir einen gestörten Abbau von Histamin. Und da entsteht aus diesem kleinen Mangel von nur Zink entsteht eine große Problematik. Und ich mag einfach und das, die Leidenschaft, einfach diese gesamte Geschichte wahrzunehmen und zu gucken, okay, welche Kofaktoren brauchen wir, dass das gesamte Geschehen wirklich funktionieren kann. Und da mache ich sehr viel Diagnostik, das Thema Mikronährstoffe, das heißt Mineralien, Vitamine, Aminosäuren und so weiter. Also das spielt eine große Rolle. Mhm. Das heißt, du untersuchst die Leute und wenn du Mängel feststellst, dann gibst du ihnen auch die jeweiligen Mikronährstoffe an die Hand. Genau, also ich mache immer Labordiagnostik, eine spezielle, eine ganzheitliche Labordiagnostik. Kann man sagen, da kommt
in der letzten Zeit dieser Begriff funktionelle Medizin, das guckt mal die Funktionalität der Prozesse. Und wir schauen als Beispiel Mineralien, schauen wir nicht in das Serum, sondern nicht in das flüssige Teil des Blutes, sondern wir gucken in das Vollblut, weil für uns interessiert zu sehen, ob die Mineralien tatsächlich in der Zelle angekommen. Wenn sie im Serum fließen, das hilft uns nicht, weil wir brauchen die Mineralien in der Zelle drin, sonst sie sind nicht beteiligt in den Prozessen. Und das ist ein Teil von die Untersuchungen. Ich achte auf drei Schwerpunkte. Das ist eine der Stoffwechsel, das heißt die Fähigkeit der Körper, die Energie zu produzieren. Das ist der ATP. Dafür brauchen wir Mikronährstoffe. Wir brauchen Mineralien und Vitaminen. Wenn die fehlen, dann kann der Körper keine Energie produzieren. Das wäre ein wichtiger Aspekt. Der zweite, was wir brauchen, ist eine gute Laune. Ohne gute Laune können wir nicht funktionieren. Und da brauchen wir die gesunde Serotonin-Melatonin-Stoffwechsel, also das und Dopamin und so weiter, Neurotransmitter und die Funktion der Nervus vagus. Das ist der ganze vegetative Nervensystem, die ganze Fähigkeit, einfach die Fähigkeit zu denken, zu fantasieren, zu entspannen, aus dem heraus überhaupt entsteht die Möglichkeit, etwas zu tun in der Welt. Und dafür brauchen wir auch Kofaktoren. Sie spielen eine riesige Rolle bei die Verwandlungsprozess von L-Tryptophan zu Serotonin. Brauchen wir eine gesunde Darm. Da kommt nochmal zurück auf das erste Beispiel. Wir brauchen Zink, dass der Darm überhaupt gesund. Wenn eine Entzündung da im Darm, dann haben wir eine Problematik von dem L-Tryptophan-Stoffwechsel. Und dafür brauchen wir auch die Kofaktoren. Und der letzte war als wichtiger Aspekt, also wir haben gesagt, die Energiestoffwechsel, dann die gute Laune, das Serotonin. Und der letzte, was wichtig für mich zu beobachten, ist immer die Fähigkeit, den Körper zu entgiften. Und da spielt die Leberfunktion, die Glutathionsperoxidase, die Fähigkeit des Körpers, die oxidative Stress bzw. die Schwermetalle, die Chemikalien umzuwandeln, dass der Körper ausscheiden kann. Und dafür brauchen wir natürlich auch die Kofaktoren. Und da spielt als Beispiel der Selen eine große Rolle. Und die alle Kofaktoren untersuche ich. Die brauchen wir unbedingt Ausgleich. Das ist keine, ob ich Lust oder nicht Lust, das ist eine Notwendigkeit. Und ohne die drei Aspekte anzuschauen, dann haben wir immer ein Problem. Weil wenn ich Energiemangel habe und der Körper nicht die Kofaktoren hat, um Energie zu produzieren, kann der Körper auch nicht entgiften. Und er kann auch nicht gute Laune bekommen und kreieren in der Welt und schöpferisch sein. Und genau auch umgekehrt und so weiter. Deswegen, das ist sehr wichtig für mich, diese drei Aspekte. Und ich kombiniere immer die Labordiagnostik und ich mache immer auch kinesiologische Tests. Ich benutze den Muskeltest als Diagnostik. Ich sage immer aus meiner Erfahrung, der Bluttest ist ein klares Ziel, wo wir hinwollen. Wir sehen den Mangel, die Problematik, wo die Blockaden, welche Prozesse blockieren. Die kinesiologische Test gibt uns die Möglichkeit, jetzt zu entscheiden, wie wir dahin kommen. Der Körper, sage ich immer, ist nicht eine, also die Natur läuft nie geradeaus. Also das ist eine Illusion. Wir laufen nie geradeaus. Das bedeutet, das ist der Mangel, das geben wir jetzt. Das funktioniert nicht immer. Wir müssen erst gucken, was der Körper braucht jetzt. Also als Beispiel, wenn jemand kommt und er hat eine höhere Belastung von Giftstoffen, ich würde nie sofort entgiften. Ich würde erst gucken, dass die Entgiftungsfähigkeit überhaupt da ist. Und dafür müssen wir die Kofaktoren checken. Wir können nicht einfach sofort entgiften, ohne zu wissen, dass die Kofaktoren existieren. Und wenn ein Mangel da, dann müssen wir erst die Mangel ausgleichen, die ATP, die Fähigkeit der Körper Energie zu produzieren, um die Regeneration zu aktivieren, vorbereiten. Und dann können wir entgiften. Also als Beispiel. Okay.
Das heißt, du setzt die Kofaktoren sehr spezifisch ein, beziehungsweise die jeweiligen Supplemente. Wie sieht es bei dir aus mit präventiver Einnahme? Also wie machst du das persönlich und wie empfiehlst du das deinen Patienten? Vor allem auch im Hinblick darauf, wie die Situation jetzt derzeit ist oder in den letzten Jahrzehnten mit den Mikronährstoffgehalten der Lebensmittel, die ja abnehmen. Also hältst du es für möglich, dass wir alles, was wir brauchen, aus den Lebensmitteln aufnehmen können, die wir so zu uns nehmen? Nee, okay. Genau, das ist gut. Ja, also wir wissen beide, dass das ist eine riesige Problematik mit der Landwirtschaft heute. Das ist dein Thema mehr, habe ich von dir, von dem neuen Video viel auch gelernt. Das kennt man in Studien, dass auch die biologische Landwirtschaft leider, dass die Gemüse, das wir essen, geben uns nicht die Nährstoffe, die wir brauchen, leider, wie vor 50, 70 Jahren. Und wir haben alle Mangelerscheinung. Und deswegen hast du recht, das ist definitiv notwendig, eigentlich regelmäßig für sich Nährstoffe zu nehmen. Das ist nicht ersetzbar mit einer gesunden Ernährung. Also muss ich sagen, ich habe sehr viele Veganer, Rohkostler, gesunde Menschen, die sich gesund ernähren und die trotzdem ihren gesunden Lebensstil haben, höhere Belastung beziehungsweise höhere Mangelerscheinungen. Und das kriegt man einfach nicht heute mit dem Lebensmittel, das wir bekommen. Und das müssen wir definitiv ändern. Das ist, ich glaube, auch unsere Aufgabe. Ich sehe das als Aufgabe, das auch die Leute zu motivieren und bekannt zu machen, dass man sich definitiv alltäglich gut versorgen muss, auch wenn man nicht krank. Also ich sage immer, eine Krankheit und Gesundheit sind nicht nah beieinander. Denkt man immer, ich bin heute gesund, morgen plötzlich bin ich krank, tack, ich bin krank. Das stimmt nicht. Also Gesundheit und Krankheit haben eine Kilometer Abstand voneinander. Und wirklich krank zu sein, ist immer eine lange, lange Geschichte dahinter. Eine Mangelerscheinung, ein Stress, Giftstoffe sammelt sich immer mehr in meinem Körper. Plötzlich, irgendwann werde ich krank. Und meistens, leider, ist schon ziemlich zu spät, wenn man krank wird. Merkt man plötzlich, ich kriege Bluthochdruck oder Autoimmunerkrankung oder enorme Schwäche. Und leider in der Gesellschaft wird das nicht beigebracht und nicht uns vermittelt, dass wir uns immer mit uns in dieses Thema Gesundheit beschäftigen sollen. Das wird leider immer erzogen, okay, jetzt eine Symptome, dann nimmst du das Mittel, das macht das Symptom ziemlich schnell weg und dann ist erledigt. Wir wissen, das Symptom ist immer ein Signal für uns und sagt, etwas stimmt nicht im Körper. Wir müssen das forschen. Wir können das nicht einfach abschalten. Und wir müssen durch diese Gesundsein und Kranksein, wir müssen rückwärts gehen, sage ich immer, rückwärts und forschen, was passiert und was mir fehlt. Und der beste Weg ist natürlich präventiv und proaktiv zu sein und sagen, okay, ich achte auf mich. Ich gucke jeden Tag und es gibt bestimmte Mikro- und Makronährstoffe, das wir fast immer brauchen, wie zum Beispiel Selen. Wir leben in einem Gebiet mit einem Selenmangel. Ja. Und ich würde sagen, fast alle Leute haben Selenmangel. Mhm. Wäre besser, einfach Selen zu nehmen. Kann man ab und zu auch testen. Das bieten wir auch an. Das kann man einfach ab und zu testen und gucken, okay, ich bin im Rahmen, ich nehme aber trotzdem. Und das ist auch nicht so schlimm, wenn das Selen ab und zu auch ein bisschen über die Norm passiert nichts. Das kann man immer einmal im Jahr testen. Selen, Omega-3 spielt eine große Rolle. Dann gibt es viele Leute Zinkmangel, besonders die Mädchen, die Antibabypille nehmen. Mhm. Leider
durch die Antibabypille entsteht eine erhöhte Kupfer im Körper. Und dadurch, das ist Antagonisten, Kupfer und Zink. Und der Kupfer scheidet den Zink raus. Und bei diesen Mädchen sehe ich immer Zinkmangel. Und das wäre auch wichtig zu wissen, welche Medikamente musst du zu dir nehmen, die wirken ausscheidend an bestimmte Mineralien und Vitaminen. Und die muss man unbedingt nehmen. Genau. Siehst du da noch irgendwelche ganz häufigen Mangelerscheinungen bei deinen Patienten? Ja. Also hast du jetzt Selen genannt, Zink? Genau, Selen, Zink, die Vitamine, besonders B12, da kommt oft als Mangel. Dann haben wir der Vitamin B3, das ist nicht so bekannt und nicht so häufig wie B12, aber Vitamin B3, Niacin, spielt eine große Rolle. Sehr wichtig für unsere Korrektur der Zellkern. Und das ist bei sehr vielen Leuten in Mangel. Mangan ist bei sehr vielen Leuten in Mangel. Und dann natürlich Vitamin D ist auch häufig in Mangel. Dann kommen in den letzten Jahren hat sich ein bisschen verbessert, aber die Magnesium ist immer noch ein Thema. Kalium auch. Das gibt so eine Spiel, diese Antagonisten, also Magnesium und Eisen. Bei vielen Frauen die Eisen ist Mangel. Bei Männern ist eher der Magnesium. Und dann haben wir die Kalium und Natrium. Und viele Menschen, wir sind in der Gesellschaft in einem höheren Druck und Stress. Und ich teile aus dem ganzheitlichen Sicht, wir haben die Mineralien, das mehr Spannung führen, das ist der Natrium und Eisen. Eisen ist eine Mineral, ein Metall, das mehr mit Handlungsfähigkeit zu tun, mit Kraft. Ohne Eisen kennen viele Frauen, dann ist man kraftlos und schwach und willenlos. Also der Eisen ist das innere Kraft und der Gegenpol ist der Magnesium. Interessanterweise kennt man in der Natur, sie sind eigentlich Antagonisten. Die Magnesium ist in der Chlorophyll und der Eisen ist der Hämoglobin. Sie sind genau die gleiche molekular, genau gleich gebaut. Und die, in den Menschen, die Eisen macht die rote Farbe, in der Pflanze der Magnesium der grün. Sie sind Antagonisten. Und der Magnesium macht diese Entspannung, die Entspannungsfähigkeit. Wenn Magnesium fällt, ist man gespannt, gestresst, kriegt man Krämpfe und so weiter. Und die in der Biochemie spielen eine große Rolle. Natürlich müssen wir die beiden ausgeglichen zwischen Handlung und Entspannung. Auch wie Einatmung und Ausatmung. Wir atmen aus die CO2. Die Bäume, die Chlorophyll nimmt das und produziert für uns den Sauerstoff und atmen wir ein. Und das muss aber auch in der Tätigkeit, in der Tag, in der Handlung zwischen Machen und Pause. Genau. Also das wäre die entspannte Mineralien beobachte ich, dass sie viel in Mangel. Und dann der Zink habe ich erwähnt, das ist das Thema. Der Zink ist die, kennt man in der in der Industrie benutzt man Zink zu schützen die Eisen, dass er nicht oxidiert. Verzinkter Stahl. Und, genau, und das ist die gleiche Funktion, der Zinkschutz unserer Körper von Entzündung und Schutz, hilft der Körper zu heilen, die Wundheilung. Also wenn man eine Wundheilungsproblematik ist, oft auch mit Zinkmangel. Und das ist sehr wichtig, genug Zink da, um dieses Schutzgefühl zu bekommen. Genau. Also wir haben gesagt, Vitamin B12, Vitamin B3, Selen, Vitamin D, Mangan, Zink, Magnesium. Und dann natürlich gibt es die unbekannte oder weniger bekannte Mineralien wie Molybden und Bor, die auch oft in Mangel
Erscheinung. Und dann, das ist natürlich auch dein Thema, haben wir auch darüber gesprochen, über Lithium, die leider haben wir nicht mehr die Möglichkeit, das zu diagnostizieren in diese Normaldiagnostik. Wir versuchen das zu ändern. Und in der Zeit, als ich das konnte, das war vor 10 Jahren, das war ein Labor, das man machen konnte, dann waren schon viele Leute auch mit Lithiummangel. Und wir wissen, dass Lithium hat mit dem Gehirn zu tun, mit guter Laune, mit Entspannung, mit dem Denken zu tun. Ja. Du hast jetzt 20 Jahre Erfahrung mit diesem Testen. Beobachtest du da irgendwelche Trends in der Zeit? Ist damals was anders als heute, was du so siehst? Trend generell, das gibt es immer so Phasen von Trend, von bestimmten Mineralien. Ich meine, jetzt vor ein paar, in der letzten Jahr war dieser Trend Magnesium als Öl. So meinst du? So plötzlich nee. So Produkten? Nein, ich meine, oder? Was du für Mangelzustände in deinen Patienten feststellst, ob die früher anders waren als heute. Genau. Ja, definitiv. Das war definitiv früher, Vitamin D war bei allen in Mangel. Das hat sich geändert durch dieses Bewusstsein, dass ich denke, in den letzten 3, 4, 5 Jahren ist auch an der Schulmedizin angekommen und viele Ärzte achten darauf. Der Selen war früher auch definitiv immer in Mangel. Das ist mittlerweile auch besser im Bewusstsein bei den Leuten. Viele Leute sind mehr im Bewusstsein darüber. Und Magnesium war auch oft im Mangel. Das hat sich geändert. Ich würde generell sagen, dass die Leute sind viel besser informiert, aber da ist ein riesiges Potenzial noch nach oben. Ja. Okay. Wie stehst du denn zu den offiziellen Empfehlungen so von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, was Mikronährstoffe angeht und Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, was sie da so angeben? Ja, das ist natürlich ein riesiges Thema, weil wenn man guckt in ein normales Labor, die Ergebnisse und wie heißt das, diese Minimum- und Maximum-Gabe, dann sehen wir, dass dieser Bereich ist sehr, sehr begrenzt. Meistens. Den Referenzbereich meinst du? Referenzbereich, genau, danke. Der Referenzbereich ist meistens sehr, sehr begrenzt aus der Sicht der funktionellen Medizin. Wir haben eine komplett andere Referenzen. Ah, okay. Ja, wir haben, wenn ich als Beispiel Selen nehme, dann haben wir eine komplett andere Referenz, weil wir auch beobachten in einer anderen Weise an Selen, weil wir gucken an der Vollblut und nicht am Serum. Und die Sättigung bei uns ist dreifache höher normal als in die normale Schulmedizin. Ich würde sagen, das merkt man auch in der therapeutischen Arbeit. Das ist definitiv mehrmals vorkam, dass wir mussten die Dosierung doppelt und dreifach erhöhen, dass diejenige sich auch besser fühlt. Also das zeigt sich auch in der alltäglichen Arbeit, dass wir brauchen mehr als das, was sich die normale offizielle Labordiagnostik gibt. Soweit ich weiß, ist es ja auch so, dass die Referenzwerte einfach nur Durchschnittswerte von einer Menge von Menschen sind. Und in Deutschland macht man es dann so, man nimmt ein paar hundert deutsche Männer im Alter von 30 bis 40, misst, wie viel Selen die haben, und das ist dann der Referenzwert. Weil wenn man den jetzt vergleichen würde mit einem Referenzwert in Nordamerika, wäre das wahrscheinlich ein völlig anderer. Das heißt, es geht gar nicht um Gesundheit, sondern mehr um den Durchschnitt einfach. Ist das richtig? Das stimmt. Das stimmt, das ist genau so. Das wird einfach Durchschnitt gemacht von
ich habe gehört von 50, aber kann sein, das ist vielleicht 100, aber ist egal, weil durchschnittlich, also wir haben ein Problem. Gibt es ein sehr schönes Buch von Dr. Esse, eine Philosoph, hat geschrieben, der Titel des Buchs ist die pathologische Normalität. Ich finde, nur der Titel sagt schon viel. Wir sind normal bei uns in der Gesellschaft mittlerweile, ist pathologisch. Also das ist normal, Blutdruck senkende Mittel zu nehmen. Das ist normal, fast normal, Antidepressiva zu nehmen. Und so weiter. Das heißt, diese pathologische Normalität gibt uns den Durchschnitt und sagen wir, das ist eine Normalität. Und das stimmt nicht. Wir wollen das nicht haben. In der ganzheitlichen Sicht, das wollen wir nicht akzeptieren. Wir wollen wirklich gesund werden und wirklich die Selbstheilungskräfte aktivieren, dass der Körper gesund wird, dass der Garten, wo wir leben, dass eine Vitalität entsteht. Und das können wir einfach nicht aus dem Gesichtspunkt die Problematik sagen, das ist normal, das geht nicht. Mhm, ja. Das müssen wir ändern. Ja. Du hast jetzt gesagt, die Referenzwerte, die du benutzt, das sind andere. Bist du da selber auf diese Werte gekommen durch deine praktische Erfahrung oder wo hast du die her? Nee, die kommen aus dem Labor, dass wir mit denen arbeiten. Diese Referenzen kommen aus der funktionellen Medizin, meistens aus USA, wo sie dort sehr weit als uns mit diesem ganzen Thema Mikronährstoffe und die Referenzen, die gesunde Referenzen. Ich hatte vor ein paar Jahren eine Patientin, sie ist eine Forscherin, sie hat in Brasilien gearbeitet mit Stämmen, das in der Natur gelebt, die nicht wirklich Kontakt zu Zivilisation. Und die hat ihre Blutuntersuchungen gemacht bei denen. Und sie hat herausgefunden, dass ihre Blutwerte sind komplett anderes als unsere. Also die Nährstoffe ist 4-5-fach als das, was bei uns. Und das ist, das war ganz interessant, einfach zu hören. Sie haben eine ganz andere, kann man nicht natürlich 1:1 nehmen, aber das zeigt eigentlich, wo wir stehen, in welchem Volumen von innere Kraft. Und das wäre natürlich eine Frage, da musste man noch mehr forschen und mehr eventuell integrieren und lernen von der Ursprung. Also bei einer Unterscheidung von Faktor 4 bis 5, da würde dann die Schulmedizin sagen, die sind sterbenskrank, wahrscheinlich. Ja, spannend. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt mal zur Mineralienwende. Warum bist du Teil der Mineralienwende? Also, ich denke, das ist eine ganz wichtige Arbeit, was du machst und was du bewegst. Aus der ganzheitlichen Sicht, aus meine grundlegende Konzept ist, dass Mensch und die Natur zueinander gehören. Und wir können nicht den Mensch gesund machen, ohne dass die Umgebung auch gesund ist. Und die Erde spiegelt eigentlich unsere Zustand und wir müssen einfach gucken, dass wir da breit wie möglich wirken. Und ich denke, dass Mineralwende ist eine wichtige Kraft und wichtige Bewegung, die Sache nochmal deutlich bewusst zu machen von den Menschen. Wo siehst du da für dich die Möglichkeit beizutragen zur Mineralienwende? Also ich bin dabei natürlich mit meiner Arbeit, mit der alltäglichen Arbeit, aber ich mache mit. Ich würde weiter, wie wir jetzt machen, erzählen in Vorträge
oder in einer Form. Wir versuchen, eine gute Mineralmischung zu machen, um das den Menschen zur Verfügung zu geben, dass sie da sich gut ernähren können. Also in jeder Form denke ich, dass das Bewusstsein sich verankert in der Gesellschaft darüber. Mhm. Wie siehst du das? Also wir haben ja bei der Mineralienwende eine Mischung entwickelt zum Einnehmen an Mineralien. Und ich höre ganz oft den Einwand, die Menschen sind sehr unterschiedlich und jeder hat verschiedene Mangelzustände vielleicht oder vielleicht sogar einen Überschuss oder vielleicht auch eine Schwermetallbelastung. Wie macht es denn Sinn, dass alle das gleiche Produkt nehmen sollen? Und das stimmt natürlich auch. Aber ich behaupte, dass es einem nur helfen soll dabei, mit den Lebensmitteln umzugehen, die wir heute kaufen können, die eben ganz viele Mineralien, Spurenelemente nicht mehr in der Menge haben, die wir brauchen. Also wie siehst du das? Du gehst wahrscheinlich eher sehr spezifisch vor, guckst, was fehlt wirklich und machst das auf individueller Basis. Und unser Ansatz ist ja da ganz anders. Wie siehst du das? Ja, also ich denke, dass beide sind wichtig. Die beide sollen nebeneinander sein, weil wir müssen, wie du gesagt hast, durch diesen Mangel an die Lebensmittel müssen wir uns jeden Tag versorgen. Also ich denke, dass wenn wir eine Grundlage von Nahrungsergänzungsmitteln, die wir jeden Tag nehmen, das ist nicht verkehrt, um eine Basis zu schaffen. Natürlich kann man immer, und das wäre notwendig, immer dazu untersuchen und sagen, okay, welche Mikronährstoff und Makronährstoff fällt mir besonders, und das muss man spezifisch nochmal ausgleichen. Aber die Basis muss da sein. Und wenn die Basis nicht ergibt, dann haben wir voraus ein Problem. Und deswegen ist nicht verkehrt, so eine Art Basismittel zu schaffen, dass man das weiß, okay, kann man alltäglich nehmen, mit Pausen, ist immer gut, Pausen dazwischen zu machen, aber das ersetzt nicht, und ich motiviere jeden Mensch, einmal, Minimum einmal im Jahr, so eine Untersuchung zu machen und zu gucken, okay, wo ist mein Zustand jetzt und wo muss ich besonderes Schwerpunkt setzen und sagen, okay, ich nehme die Basis plus nochmal extra Selen oder ich nehme die Basis plus nochmal extra Magnesium. Du sprichst jetzt von das welcher Untersuchung? Von Vollblutmineralanalyse? Als Beispiel Vollblutmineralanalyse, das kann Blutuntersuchung, das gibt es in unterschiedliche Varianten, dass man untersuchen kann. Und würde man sozusagen die Basis nehmen und dazu die spezifisch, um das Gewähr zu leisten, dass wirklich proaktiv und präventiv nicht in eine massive Mangel kommen kann. Okay. Also du empfiehlst auch bei allen Supplementen, die man so zu sich nimmt, immer wieder auch Pausen einzubauen. Ja, definitiv. Mhm. Also das ist auch bei uns in der Praxis. Wir machen intensive Therapie. Das ist wichtig für mich, dass das Gesamte in Bewegung bringt. Aber wenn diejenige anfängt, sich gut zu fühlen, dann haben wir ich fordere immer eine Zeit lang eine Pause, je nachdem. Einfach, dass der Körper sich wiederfinden, regenerieren. Okay. Das gilt jetzt zum Beispiel auch für Vitamin D? Das würdest du auch immer wieder mal aussetzen? Ja. Okay. Ja. Interessant. Gibt es denn Menschen, wo du sagst, sie sollten auf gar keinen Fall Mineralien nehmen? Oder Supplemente überhaupt? Gibt es da Ausnahmen? Kenne ich nicht. Also ich würde nicht sagen, also gibt es vielleicht eine Kontraindikation bei einem speziellen Medikamenten. Jetzt fällt mir gerade nicht ein, aber die nehmen diese speziellen Medikamenten, würde man sagen, besser nicht. Das zu nehmen, also fällt mir jetzt gerade von Mineralien nicht, aber das gibt bei Tryptophan und 5-ATP, das soll man nicht nehmen mit Antidepressiva zusammen. Bei Vitamin D, wenn man vorhat, in Süd,
Italien zu sein, 4 Wochen, würde ich sagen, mach Pause mit Vitamin D. Also das gibt es schon, wo man achten, aber grundsätzlich sehe ich nicht ein Problem. Also okay. Ich denke, dass diejenigen, die bestimmte Medikament nehmen zu sich, dass damit Problem meisten, hoffe ich, bekommen diese Information von ihrem Arzt. Ja. Wie ist denn deine Beobachtung mit Nebenwirkungen von Nahrungsergänzungsmitteln bei deinen Patienten? Also das gibt schon Nebenwirkungen. Und das ist gut, dass sie da sind, weil das bedeutet, dass etwas funktioniert. Also ich sage immer, du kannst nicht deine Wohnung putzen ohne begegnen den Schmutz und den Staub. Das ist die Nebenwirkung. Also das ist nicht möglich. Du musst dich biegen, du musst, kann sein, dass der Rücken nicht so gut geölt, dann hast du ein Problem und du musst mit dem Staub auseinandersetzen und so weiter. Also das ist ein Teil von die Stoffwechsel in eine Positivität zu kommen. Und wenn ich Nährstoffe nehme zu mir, dann natürlich der Körper anfängt zu arbeiten. Besonders wenn ich eine lange Zeit Mangel habe und nehme ich Mineralien und Vitaminen, das kann sein, dass die Körper, die Zellen anfangen zu arbeiten. Und der erste, was sie machen, sie anfangen aufzuräumen. Und dann spucken sie Giftstoffe raus, sie korrigieren sich, dann entsteht erst ein paar Tage ein schlechtes Gefühl, das kann Kopfschmerzen, Energielosigkeit erst. Und ich empfehle am meisten, leicht zu reduzieren oder vielleicht einen Tag Pause zu machen und dann wieder weiterzumachen. Und das muss man vielleicht prüfen, ob man noch ein anderes Organ unterstützen muss. Das kann man gut durch kinesiologische Tests bei einem Therapeut oder mit einer Beratung jemanden zu suchen, dass er sich berät und zu gucken, was kann ich noch dazu tun, dass der Körper das gut annehmen kann. Das ist ganz wichtig, nicht zu erschrecken. Wenn man Nährstoffe nimmt, also wenn das ist eine gute qualitative Nährstoffe, dann sollen sie eigentlich meistens nicht schaden. Und die Nebenwirkungen oder die Symptome, das entstehen, das ist eher ein Heilungsprozess sozusagen. Also diese sogenannte Erstverschlimmerung. Ja. Ja, dann kommen wir langsam zum Ende, würde ich sagen. Was ist denn für dich persönlich deine Mission? Was siehst du als deine Mission? Wo möchtest du mit deiner Arbeit hinkommen? Was möchtest du erreichen? Also ich habe 2 Sachen, die mich bewegen. Das ist die Bewusstsein über diese Selbstheilungskräfte zu aktivieren und das Thema Selbstbewusstsein. Die beiden mich bewegen. Gibt es so Phasen, wo man schlechte Laune hat und weiß man nicht wohin und jeder kennt das und läuft man so in den Wald. Und dann, wenn ich auf diese 2 Punkte zurückkomme, dann fühle ich mich erleichtert und komme ich zurück auf diesen Ursprungimpuls. Das ist so die innere Impuls von außen. Ich arbeite gerne in meiner Praxis. Ich habe meine ORI-Projekt, ich produziere Nahrungsergänzungsmittel. Wir bauen eine Plattform für Online-Beratung. Wir haben dort auch die Möglichkeit, Diagnostik online zu bestellen und von uns Beratung zu bekommen von den Therapeuten. Wir sind dabei und dann möchten wir gerne irgendwann richtig nach außen. Wir arbeiten ein paar Jahre schon ziemlich in der Ruhe und langsam auf dieser Plattform. Denke ich, das würde einfach weiter in diese Richtung, in diese Bewusstsein einfach zu arbeiten. Sehr schön. Ja. Wie erreichen dich die Leute und wo ist deine Praxis? Genau, meine Praxis ist in Berlin, in Grünewald. Kann man anrufen, mailen oder
wie gesagt, wir haben schon viele Kunden oder Patienten, die auch außerhalb Berlin, die uns online bestellen. Das heißt, wir können auch beraten durch diese ori-berlin.de, diese Plattform, kann man uns buchen für eine Beratung oder einfach Diagnostik online bestellen. Und da unterstützen wir und begleiten wir sehr gerne einfach, dass man auf seine Kraft, auf seinen Weg weiterkommt, auf seine Kraft kommt. Mhm. Ja. Gibt es noch irgendeine Frage, die du gerne beantwortet hättest, die ich gar nicht gestellt habe? Fällt dir noch was ein? Nee, ich denke, dass du hast sehr viele gute Fragen gestellt. Gut, dann bedanke ich mich bei dir. Ja. Sehr schön. Danke, Stefan. Hat mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht. Mach's gut. Danke. Mach's gut.